Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal, wie man gesehen hat, mit dem i9 Update. Und einfach nur ein kurzer Überblick erstmal über Cinebench. Ich habe jetzt das Handy genommen. Man sieht diesen wunderschönen Lichtkegel von der Lampe. Nicht davon verschrecken lassen oder so. Wenn ich jetzt auf dem gleichen Rechner noch aufnehme und dabei auch noch Cinebench laufen lasse, verfälscht das ein bisschen die Ergebnisse, weil ich keinen getrennten Rechner habe zum Stream. Also muss das jetzt erstmal so gehen. Einmal habe ich das 250 Watt beschränkte Intel-Profil genommen und einmal habe ich es auf Automatik gesetzt, dann gönnt sich der Prozessor 350 Watt. Und dann gucken wir uns mal kurz die Unterschiede an und auch von den Temperaturen her. Zum Einsatz kommt ein AlphaCool Aurora XPX Pro. Der ist vielleicht nicht der bestverarbeitetste Kühler, aber er bietet auf jeden Fall viel Fläche und ist von der Kühlleistung her wirklich gut, muss man sagen. Also zusätzlich zum AlphaCool Kühler kommt dann auch die Original Backplate mit, die das Biegen des Sockels verhindern soll oder des IHS, des Prozessors, nicht negativ beeinflussen soll. Dadurch wird die mitgelieferte Backplate entfernt und die von AlphaCool halt raufgeschraubt hinter den Sockel quasi und der Kühler kommt mit an die Backplate ran. Also, das hier ist der erste Cinebench Run Test mit dem auf 250 Watt begrenzten Einstellungen. Beim Spielen wird man das nicht merken, ob 250 Watt, 400 Watt oder 125 Watt sind, weil die Last ist so gering auf dem Prozessor, da macht das keinen Unterschied. Bei so rechenintensiven Aufgaben schon, aber keiner wird sich so eine Plattform holen, um groß damit zu arbeiten. Das wäre eher eine Ausnahme. Also wie man sieht, haben wir hier 31.679 Punkte, die Temperaturen beim heißesten Kern 79 Grad bei 250 Watt. Das war jetzt eine kurze Last, das wird wahrscheinlich noch mehr werden, aber schlecht ist das nicht. Ne? Einmal Props gehen raus an AlphaCool für den Kühler, auch wenn er nicht der schönste ist und nicht der bestverarbeitetste ist. Oh, ganz dickes Sorry für die dafür, wie es aussieht. Hier sieht man ganz schön die drei Möglichkeiten, die man hat. Einmal Intel POR, das sind 250 Watt, Auto und eingeschaltet. Und mit Auto schaltet man jetzt, also bis zu 350 Watt habe ich damit schon gesehen. Ne? Jetzt nochmal ein Run, ich spule den ein bisschen vor mit in Anführungsstrichen offenem Power Limit. Mehr würde nichts bringen. Ich kriege die Wärme da nicht weg oft von der kleinen Fläche und dann wird der Prozessor anfangen zu throtteln. Und das will man ja auch nicht. Dann nimmt der Takt zurück und dann hat man nichts gewonnen. Ne? Wie man hier sieht, nähert man sich so langsam den 40.000. Ich werde gleich nochmal kurz das Profil anschalten, dass alle Lüfter mit 100% sich drehen. Und dann fallen die 40.000 auch früher oder später. Ne? Ja, man sieht schon, wie man so an die Temperaturgrenze langsam kommt. Ne? Also da fehlt nicht mehr viel, dann wird gethrottelt. So, der Run lief gut. 40.000 sind gefallen. Und da sieht man auch gleich, wenn man ihn wieder anmacht. Die P-Cores alle mit 5,5 GHz, die E-Cores mit 4,3. Ich denke, mit individuellen Übertakten holt man da noch ein bisschen was raus. Ne? Das hier war ja einfach nur ein Profil geladen, was vorgefertigt ist, um einfach nur um zu gucken, ob es funktioniert. Ich habe jetzt nochmal einen Shadow of the Tomb Raider Run in 720p gemacht. Ich denke, da ist auch noch was drin, wenn man ein bisschen individuell Hand anlegt. Aber das Ergebnis ist so. Nicht das Schlechteste, würde ich sagen. Nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste. Ja, dann hoffe ich, das Video hat gefallen und in Zukunft werden noch weitere solcher Videos kommen und es war ein bisschen informativ. Dann sage ich danke fürs Zusehen und ich wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen!